Servus Leute, zwei neue Messer von Odenwolf, früher mal Wolfgangs geheißen. Ziemlich brachiale Geschichte. Die schauen wir uns doch mal an, bleibt's dran. Das erste Messer, der Sawcatcher, auf Deutsch wohl Schweinefänger oder Saufänger. Wieso? Ja, dann schaut euch mal die Klinge an. Das schaut schon so ein bisschen aus wie ein gutes Jagdmesser. Zweiseitig geschärft, also zwei Klingen, einmal oben und unten, D2 Stahl und ein TPE Griff. Recht griffige Geschichte. Wenn man schwitzt, könnte es aber ein bisschen rutschig werden. Und war auch sinnvoll, wenn man sich da eine Fangschlaufe dran machen würde. Ja, ich finde die Form recht cool, gefällt mir gut. Bei den Messern, da war ich mir sicher, das wollte ich unbedingt machen, weil mir die sehr gut gefallen. Was kann man zu der Schärfe sagen? Ja, kommt gut geschliffen an, aber vielleicht ein bisschen schärfer dürfte es sein. Die Beschichtung, ihr seht es, ist sehr schön. Wie scharf ist das Messer? Das werden wir gleich sehen. Nun ja, der Griff bzw. die Klinge, die ist durchgehend, wie immer bei Wolfgangs, und von der Stabilität her kann man da auf keinen Fall meckern. Was kann man mit dem Messer machen? Nun ja, es ist für alle möglichen Outdoor-Situationen wohl geeignet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt keinen Betoning-Test damit machen, weil das Messer dafür meines Erachtens auf keinen Fall genommen werden sollte. Es hat ja zwei Seiten geschärft, da würde man die Klinge nur kaputt machen. Und einen sonstigen Schnitttest, außer jetzt mit dem Papier, werde ich auch nicht machen. Der Hintergrund ist, ich finde das einfach so schön und ich möchte das so lassen, wie es ist. Meine Meinung dazu, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde, das Messer schaut einfach super aus. Ist gut griffig, also lässt sich gut in der Hand halten. Eine Fangschlaufe wäre natürlich hier sinnvoll. Und der TPE-Griff, der ist, wenn man schwitzt, vielleicht ein bisschen rutschig. Ja, aber sonst von der Schärfe her geht's, kommt gut vorgeschärft. Also das Ganze hier ist schon wirklich eine schöne Geschichte. Die Kydex-Scheide hier hat eine Schlaufe mit Druckknopf für den Gürtel, kann man gleich festmachen, und zusätzlich ist es mit Klettverschluss gesichert, dass es auf jeden Fall hält. Andererseits könnte man da auch ein Taglock dran montieren, dann kann man sie direkt an den Rucksack machen oder wo man es halt eben befestigen möchte. Ja, die Größe des Messers ist natürlich dementsprechend und es hat auch einen kleinen Wermutstropfen. Es ist natürlich nicht 42 A Komfort. Also absolut nicht erlaubt mitzuführen. Ich finde das Messer einfach super schön. Habt ihr wirklich toll hingekriegt. Wie es sich im Einsatz schlägt, ja, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall kein Tier damit abmurksen und auf Holz auch nicht rumhauen. Das heißt, ich kann es euch nicht sagen. Aber mir gefällt es einfach so im Allgemeinen. Genau, der Link zu dem Messer ist natürlich unten in der Infobox drin. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten Messer von Odenwolf, und zwar ist das das W-Catcher oder W-Catcher, wie ihr sagen möchtet. Das bleibt euch überlassen. Ja, auch mit Kydex-Scheide und Taglock-Möglichkeiten zum Befestigen. Dann haben wir hier auch eine Befestigung, dass es nicht gleich rausrutscht eben und stabil drin hängt, was es ja auch tut, das Messer. Und eine Gürtelschlaufe, genau wie bei dem anderen Messer, mit Klettverschluss und Druckknopf. Wie schaut das Messer aus? Schauen wir uns jetzt an. Ja, super genial. Auch wieder D2 Stahl. Diesmal ist es ganz normal von einer Seite geschliffen. Die andere Seite ist dann eben nicht geschliffen. D2 Stahl, wie gesagt, auch wunderbar von der Verarbeitung her. Durchgehende Klinge, nicht 42A konform. Auch wieder der Fall. Eben eine ganz andere Richtung, die im Moment Odenwolfs da einschlägt. Von der Schärfe her ist es gut vorgeschliffen, aber ein bisschen nachschleifen kann dem nicht schaden. Kurzer Schnitttest am Papier. Ah, könnte ein bisschen schärfer sein, aber macht trotzdem, was es soll wahrscheinlich. Und das ist mir persönlich auch völlig egal, weil warum habe ich das Messer eigentlich? Weil es mir einfach von der Optik so gut gefallen hat. Ist auch extrem spitz hier vorne. Ja, eine richtige Waffe eigentlich. Sieht aus wie ein bisschen für so ein Bajonett, also für das Gewehr vorne dran. Hat mich daran irgendwie erinnert. Ein bisschen rustikal von der Form her. Ja, fand ich irgendwie auf jeden Fall
kultig, hat mir sehr zugesagt, das Messer. Bei dem Griff ist das Gleiche, ist ein bisschen, ja, ist vielleicht, wenn man schwitzt, ein bisschen rutschig. Muss man ausprobieren. Ich werde mit dem Messer kein Betoning machen in dem Video. Dieser Schnitttest am Papier, das sollte reichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so im Outdoor-Bereich, wenn man es denn mitnehmen mag, seinen Dienst so gut machen wird. Ja, es ist wirklich gut vorgeschärft, aber ein bisschen nachschärfen. Tut dem Messer bestimmt gut. Ja, was halte ich von den Messern? Also mir gefallen die optisch sehr gut und ich finde die auch toll verarbeitet. Ich habe jetzt natürlich keinen Härtetest damit gemacht, möchte ich auch nicht. Die sollen so aussehen und so bleiben, wie sie sind. Das ist einfach so. Und ansonsten, ja, einfach eine tolle Sache, eine tolle Richtung, die momentan Odenwulf da einschlägt. Gefällt mir sehr gut. Top Geschichte. Alle Infos unten in der Beschreibung, in der Infobox unter dem Video. Schaut's gerne mal drauf. Und ansonsten, wir sehen uns gleich beim nächsten Video. Bis dann, macht es gut, servus, ciao.